Ja, jetzt sind wir hier in der zweiten Runde unseres kleinen Tests mit den neuen Sticks. Ich habe die jetzt hier drauf für die R2S. Habe ich die auch schon mal auf die Fernbedienung draufgesetzt hier. Und dann wollen wir jetzt gleich mal starten. Auch wieder von der Hand. Okay. Schon mal die Aufnahme wieder beginnen. Gut. Und starten. Auch wieder ganz sanft. Die ist natürlich wieder erheblich lauter als die kleine Mini. Aber okay. Ja gut, Cine-Modus ist wieder drin. Die neuen Sticks sind drauf, die Super Tripod Sticks. Dann versuchen wir jetzt mal hier zur Seite. Das geht schon mal richtig schön langsam und ruhig. Und dann fliegen wir jetzt hier mal wieder in das Unterholz, in die Richtung. Also vorwärts, ganz langsam. Das geht schon mal gut. So langsam wie möglich. Immer tiefer. Das ist recht gut umzusetzen. Jo, sehr gut. Ich glaube, die Sticks lohnen sich wirklich. Am Ende des Videos werde ich euch dann mal einblenden, wo ihr die bekommen könnt. Ich bin sogar am Überlegen, ob ich die auch selber vertreibe, da ich jetzt das Know-how habe, wie die zu bauen sind. Ja, dann fliegen wir hier mal an dem Ast lang. Starten wir hier hinten. So, dann fliegen wir mal in die Richtung. Schön sacht und langsam. Also mit dem langsamen Fliegen funktioniert mit den neuen Sticks wirklich gut, auch mit der R2S. Das Einzige, was mir natürlich auffällt, ist, dass die Sensoren viel sensibler reagieren auf irgendwelche Obstacles, auf irgendwelche Hindernisse. So, einmal da über das Gras drüber. Schön. Also so erstmal gibt es daran nichts auszusetzen. Nochmal rückwärts. Scharfstellen nicht vergessen. Rückwärts fliegen. Hier ganz, ganz dicht über die Gräser. Jetzt geht es auch höher. Hat sie die erkannt? Ja, Tripod-Mode, ne? Langsamer als der eingebaute Cine-Mode, der jetzt ja standardmäßig für die neuen Drohnen von DJI geliefert wird. Okay. Awesome! Okay. Tiefer. Und rückwärts in meine Richtung. Gucken, wie weit sie kommt. Nicht sonderlich weit. Da ist dann schon Schluss. Ich sie jetzt mal komplett in meine Richtung drehe. So. Da bin ich dann wieder. Wenn ich jetzt mal hier auf mich zufliege, dann kommt sie da auch nicht sonderlich weit, eben wegen der Sensoren.
Wenn ich jetzt mal auf Normal schalte, das kann man ja auch mal ausprobieren, im normalen Modus jetzt. Dann fliegt sie auch nicht weiter. Und im Sportmodus müsste sie es machen, macht sie auch. Ja, also im Sportmodus könnte sie auch ganz gut fliegen mit den Sticks. Muss dann halt noch ein bisschen feinfühliger mitarbeiten. Und natürlich schauen, immer schön auf Sicht, dass ihr keine Hindernisse rammt. So, das ist jetzt, wie gesagt, im Sportmodus mit den Sticks. Funktioniert auch sehr, sehr sanft. Also, das begeistert mich jetzt ja total, dass das so gut geht. So, ich fliege nochmal vorwärts. So sanft wie möglich. Das scheint so das Langsamste zu sein, was man im Sportmodus rausholen kann. Und den modifizierten Sticks halt. Ja, das funktioniert gut. Jede Bewegung ganz butterweich. Ja, ganz klasse. Normale Sticks draufsetzen. Cinemode zur Sicherheit. So, bevor ich es vergesse, werde ich das jetzt machen, dass ich das nochmal fliege im Sportmodus. Da sieht man schon die Rückwärtsbewegung. Ist schon richtig schnell. So, und jetzt versuche ich halt im Sportmodus langsam nach vorne zu fliegen. Das ist tatsächlich das Langsamste, was geht im Sportmodus. Langsamer bist du da nicht. Ja. Bedeutend schneller. Okay. Nochmal umdrehen. Dann nochmal zurück zu mir. Wie gesagt, im Sportmodus mit den ganz normalen Sticks drauf. Ja, wenn man versucht zu langsam zu fliegen, bewegt sie sich gar nicht mehr. Das ist dann doch alles ziemlich ruckelig und abgehackt. Oder sie ist halt deutlich schneller unterwegs. Ja, das ist schon ein komplett anderes Ergebnis, wenn ich so im normalen Sportmodus und den normalen Joysticks fliege. Okay. Da sind wir wieder. Das hat ja, wie gesagt, ganz hervorragend funktioniert mit den neuen Sticks, die ich mir da gebaut habe, für die Fernbedienung der R2S und der Mini 2. Falls ihr die haben möchtet, dann werde ich davon ein paar fertigen, selber in Handarbeit, und werde die dann bei eBay zum Kauf anbieten. Ich setze euch dann den Link hier rein, unten in die Beschreibung von diesem Video, und da könnt ihr die dann direkt bei mir bestellen. Okay, ja, dann freue ich mich erstmal, dass du das Video wieder bis zum Schluss geschaut hast. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich werde dann schon bald ein weiteres Testvideo machen mit der R2S. Und da würde ich mich auch freuen, wenn du dann wieder mit dabei bist. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch auch bitte einen Daumen nach oben da. Schreib einen kleinen Kommentar, vielleicht auch hier zu den neuen Tripod-Sticks, die ich selber gebaut habe, für die R2S und die Mini 2. Ja, und ansonsten bleibt mir nur, dir zu wünschen, dass du gesund bleiben mögst. Hab viel Spaß, unternehm was Schönes, so wie ich hier heute. Mit den Drohnen. Und dann sehen wir uns schon bald in meinem nächsten Video. What the fuck? Also mach's gut und bis dann, dein Matthias.